Ja, servus, hallo zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Gestern waren wir ja dabei, an der Mona, und heute gehen wir auch wieder an der Mona weiter. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt da dran. Ich habe ja gestern den Übergang von Seitewand auf Seiteschwelle so hergestellt, wie ich es haben wollte, dass man die Bleche, wo übereinander kommen, so wie es original war, auch sieht. Klar ist das Spaltmaß jetzt nicht 100% so, wie es damals war, wie es gebaut ist, aber man sieht es. Ich finde, es sieht saugeil aus. Im Video gestern haben wir es ja gesehen. Ich mache heute an dem unteren Stück weiter, das heißt ab der Kante noch unten. Das lange Stück, das kommt drin mit dem Übergang zur Seitewand. Und wenn es funktioniert, wenn es klappt, ich hoffe es mal, durch das vordere Stück, wo die Waagehebeaufnahme drin kommt, also erst das Bodenblech raus und dann das vordere Stück raustrenne aus dem Auto, um die Form zu nehmen für die Waagehebeaufnahme zu bauen, weil ich will das Versteifungsblech bis ein Stück in die A-Säule mitten gehen lassen, nicht nur einfach an die Unterkante vom Schweller, sondern komplett nuffe, damit es auch stabil ist. Und später hinaus kommt ja dann das komplette Innenschwellerblech neu gemacht, was ich hoffe, dass ich es gut gebogen kriege. Und dann das Versteifungsblech innen. Also es ist noch viel zu tun, bis ich das Bodenblech inpasse kann und dann anfangen kann, die Löcher zuzumachen. Ich stelle bitte die Kamera neben hier, nehme euch mit, komplett, gibt kompletter Zeitraffer. Wir sind jetzt Tag 12. Also, wenn das jetzt alles gut läuft, ich da unten mit der Seite, mit dem Bodenblech, Radienbau, allem drum und dran, so weit die Woche wirklich weiterkomme, leih mal gut in der Zeit. Aber wir haben drüber noch nicht angefangen. Deswegen erst mal Gas geben und dann mal gucken, wie weit wir kommen.
Ich habe jetzt das untere Schwellerteil drin. Das ist jetzt hier nur noch gepunktet, weil es kommt ja innen drin der Innenschweller weg. Und dann tue ich die Seite, wo die zwei Bleche dort die 5 mm übereinander leihe, die tue ich aneinander dengle, von innen verschweiße und dann wird hier außen verschweißt, komplett glatt. Ich muss nur gucken, weil ich habe jetzt hier, wo ich gedengelt habe, bin ich dort drauf gekommen. Und das ist ganz leicht eine Welle dort drin. Aber es ist nicht schlimm, wenn innen das weg ist, kann ich das hier von innen noch außen dengle. Und das da wird dann später fertig gemacht. Wenn innen alles fertig ist und das Bottomblech sitzt, kann ich die A-Säule hier komplett fertig machen. Das will ich, ja, doch. Mal gucken, kann das sein, dass ich hier gehe und das da auftrenne, bis da hoch, daher. Und das Stück hier runter zu ist komplett schon neu mache, hier ansetze, das Teil, was hier runter läuft, hier ansetze und das schon drin mache und die Auflage hier. Aber ich weiß halt noch nicht genau, wie ich die Waageheberaufnahmen hier ohne baue. Ungefähr die Vorstellung habe ich. So, das heißt hier ohne. Das Schwellerblech ist komplett fertig, ist jetzt mit dem Bodenblech verschraubt. Hier kommt später raus die Versteifung raus für die Waageheberaufnahmen, die dann rüber geht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen muss oder wie ich es mache. Jetzt ist wieder das Licht weg, schaut genau davor. Hier ist die Quertraverse, die wird dann auch hier angebunden mit an der Versteifung innen drin hier. Ich weiß gar nicht, wie weit die dran geht, ob die nur in die Falz geht oder so. Weiß ich nicht, da muss ich nur mal googeln, ob der Rahmen hier nur hier hoch geht oder weiter. Das Blech hier ist komplett fertig. Das Ähnliche, was jetzt ist. Hier ist ein kleines Löchelchen drin. Aber das ist nicht schlimm, wenn ich die Seitewand runter mache, durch hier das Loch innen drin, Blechelchen rinsetze, verschweße, verschleife. Und hier unten ist ein bisschen breiterer Spalt. Mich stört es jetzt nicht. So, aber so wie ich es haben wollte, dass die Seitewand komplett aufgesetzt ist, auf der Schwelle, alles schön sauber verschliffen. Hier jetzt, ach Gott, jetzt habe ich schon wieder. Genau. Hier ist jetzt nur gekrimmt, da hinten fest gemacht, da oben geschraubt. Die zwei Löcher da sind jetzt nur provisorisch drin für die Seitenschwelle. Ich weiß nicht, wie weit der neue Radlauf hier in die Mitte rein geht. Das sehe ich dann, wenn ich einen neuen Radlauf habe. Vorerst bleibt das genau so. Ich werde nur mal gucken. Na doch, das geht. Selbst wenn ich nur runterlasse, muss ich nur die Schraubzwingen abmachen. Die Krimpzange kann ich dran lassen, das geht so. Die hier ist an der Gurtverankerung fest. Und ja, das hier, das Bottomblech, das wird später gebaut. Erst einmal hier vorne. Das heißt, im nächsten Video, jetzt hat man die Hand gesehen, Moje, kommt das Blech raus, dann kommt von vorne, so bis daher ungefähr, ja, das ist ein gutes Maß, bis daher, der innere Schweller kommt weg, dann wird hier die Waageheberaufnahmen gebaut, ich gucke, ich glaube bis hierher, dass ich da unten noch gute Verschraubungen habe, wo der Schweller drauf ist, dann muss ich hier noch Verschraubungen machen, dass alles noch stabil bleibt. Aber das ist sauber. So, und dann kommt hier ein großes Blech, wo hier geht. Da geht es ein Stückchen hoch. Bis nunna, wo dann die Waagehebeaufnahme quer angeflanscht wird. So habe ich das vor. Und das Innenblech hier, das tue ich dann anpasse, dengle. Ich denke, die Kant oder so, die werde ich nicht machen. Ich weiß es nicht, da muss ich mal gucken. So, aber bin schon dafür, dass es eigentlich die komplette Fahrerseite nimi da war, gut Stück weiterkommen. So, wir sind wieder hier drüben. Für der Abspann irgendwie gefällt es mir, keine Ahnung, ich kann nicht sagen warum. Finde ich gerade so passend. Das letzte Video war ja gedacht von gestern, aber da war ich schneller fertig. Also habe ich die restliche Zeit genutzt, habe gedacht, komm, fange ich noch ein neues Video an und guck schon mal, was du machen kannst. Natürlich, in dem neuen Video habe ich jetzt das untere Blech vom Seitenschweller, von der Außerhaut, ingesetzt komplett, verschweißt, auf dem langen Weg jetzt nur die Punkte,
Die werden fertig geschweißt und verschliffen, wenn innen drin alles fix und fertig ist. Und dann kann ich das machen, weil ich das noch von innen drin verschweißen will. So wie ich die Seitenwand gemacht habe und dann schön beidengle, dass das alles schön sauber aufeinander leidet. Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Damen wir sind, bei welcher Folge. Keine Ahnung. Morgen geht es auf jeden Fall dort ran, die Versteifung zu machen für die Waagehebeaufnahmen. Die A-Säule ohne mit verbinde und dann gucke, ob ich schon Maß nehmen kann für die Versteifung, wo im Schweller nur hinläuft. Das will ich morgen machen. Ich hoffe, dass ich das morgen fertig kriege, wo ich jetzt noch keine Ahnung habe, wie ich die innere Seitenschweller baue oder die Waagehebeaufnahmen. Aber es ist wie mit dem Rechtlichen alles drum und dran. Ich lasse es einfach laufen und sieh mal, wo es hier kommt. Ich bin auch nicht so, dass ich sage, es muss jetzt 1000% original sind. Das heißt, die Waagehebeaufnahmen, die mache ich definitiv nicht original, weil das Röhrchen, das ich verbiete und da, nee, dann ist es nur unten am Bottenblech fest mit der Falz vom Schweller unten. Oben ist es nicht fest. Das geht gar nicht bis hoch. Ist auch nicht an der Versteifung, also an dem inneren stabile Blech von der A-Säule fest. Nee, ist es. Also, wenn ich die Beifahrerseite aufmache, versuche ich mal ein Bild zu machen, dass ich euch das erklären kann. Und ich gehe aber hier und du das komplett alles miteinander verbinde und dort die Waagehebeaufnahmen anflansche, die natürlich A-Säule und Längsdreher komplett stabil miteinander verbinde tut. Und hinter den Längsdreher, der, ja, dort wo die Sitze hinnefisch gemacht sind, querüberläuft. Ich weiß nicht, wo der endet, aber ich tue definitiv auch mit dem Versteifungsblech komplett am Schweller anflansche, damit es ein bisschen mehr Stabilität hat. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie man will. Für mich ist es so. Ich baue das so. Und für heute sind wir fertig. In der Beschreibung, gestern und heute, gestern habe ich es vergessen, im Abspann zu sagen, also im letzten Video, packe ich einen Link mit drin. Ich habe vor, wenn alles klappt, wenn ich jetzt mit Schweiße fertig bin, eventuell die Mona nur die Rohkaross ins Entlackungsbad zu geben. Und damit alles sauber ist, mit Tauchgrundierung, glaube ich, kostet es, ich glaube, 50 oder 1600 Euro. Weiß ich nicht. Ich habe einfach gedacht, komm, ich frage mal euch, was ihr davon haltet, für dann ins Entlackungsbad zu geben. Und damit die Karosse wirklich dann später hinaus rostfrei ist. Dafür habe ich, früher war es das Moneypool, ich nenne es immer noch so. Heißt jetzt Spende und bla bla bla. PayPal hat da einiges geändert, aber wir nennen es trotzdem Moneypool. Da habe ich dann den Moneypool geöffnet. Geht leider jetzt nur noch monatweise. Das heißt, das geht jetzt bis Ende Februar. Im Februar mache ich dann ein neues auf. Jeder, der will, kann dort in den Moneypool Geld rinspende, wenn die, ich glaube, 1500 Euro habe ich angegeben. Ich weiß nicht, ich muss googeln. Wenn die erreicht sind, packe ich nochmal 500 Euro mit drauf, um die Mona ins Entlackungsbad und KLT-Bad zu geben. Ich hoffe, dass der Preis immer noch stimmt mit den 2000 Euro. Da muss ich aber nochmal froh. Das freue ich noch und erkläre ich im nächsten Video. Also, wie gesagt, wenn ihr auf die Beschreibung geht, auf den Link geht, könnt ihr gerne was spenden, was zu 1000% dann später hinaus für. Ja, die Tauchgrundierung ist für die Mona. So, das war so mein Gedanke. Könnt ihr machen, wie ihr wolle, was ihr wolle, wie viel ihr wolle, wie auch immer. Bleibt alles euch überlassen. Ich freue mich über jeden Cent. So, das war's von heute. Wenn es euch gefallen hat, es teile, like, abonnieren nicht vergesse und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.